herausgefunden, wie das funktioniert. Guck mal hier. Zack. Aha, die Lampe kann also auch hell leuchten. Und zack. Ja, das Nachtsichtgerät funktioniert. Und ich habe auch herausgefunden, wie das geht. Ich habe im Metro-Wiki nachgeschaut. Ihr müsst die Taste F für eure Lampe gedrückt halten. Ja, weil es aufgeladen ist, geht es nicht. Aber ihr müsst die Taste F gedrückt halten, dann habt ihr so einen Generator, den haben wir vorher im Spiel irgendwann mal bekommen. Ich habe das nicht richtig irgendwie realisiert, ich weiß auch nicht wieso. Und mit dem Generator könnt ihr dann mit Drücken der linken Maustaste aufladen, bis die Energie voll ist. Wo man jetzt genau sieht, wie voll die Energie ist, weiß ich nicht. Aber hey, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt mal weiter hier. Auf die Pirsch, da hinten ist schon jemand. Also wenn ich komme und spreche, direkt, ich hier, nein, ich krieg dich hier. Okay. Langsam. Wir machen das ganz langsam. Ist nichts drin. Auch nichts drin. Scheiße, ey. Dass wir das nicht aufladen können. Dass wir da nicht irgendwelche Dinger für kriegen können. Dann können wir uns an den anschleichen. Oh. Nicht, dass der uns sieht. Kennst du die Geschichten über Mentor 2 und die unsichtbaren Beobachter? Nein. Du hast aber von Ragnarök gehört, der letzten Schlacht der Götter. Okay. Nun, Metro 2 ist der Ort, an dem das Sowjetpantheon Schutz sucht, wenn die Mächte des Bösen siegen. Der Legende nach liegt Metro 2 unter dieser hier versteckt. Unsere ist die Metro für die Schafe. Und Metro 2 ist für die Schäfer und ihre Hunde. Okay. Früher haben die Schäfer von dort aus die Herde gehütet. Aber später ließ ihre Kraft nach und ihre Schafe zerstreuten sich in viele Richtungen. Ich hoffe, der guckt jetzt hier nicht her. Ein einziges Tor verband diese zwei Welten. Und zwar an einer Stelle, an der die Karten nur... Kommen wir nirgendwo durch? Ah, leckt mich doch am alle am Arsch. Aber irgendwas geschah. Und das Tor zu Metro 2 wurde für immer geschlossen. Aha. Jene, die hier leben, vergaßen Metro 2 mit der Zeit. Können wir da nicht irgendwo hochgehen? Und obwohl Metro 2 nicht mehr in unserem Bewusstsein steckt, existiert sie noch. Sie ist überall. Ihre Toll. Sind mit unseren verflochten. Ihre Stationen liegen hinter den Mauern unserer Stationen. Diese zwei Metros kann man nicht voneinander trennen. Und jene, die glauben, dass die Schäfer ihre Herde nicht verlassen können, sagen, dass sie noch immer über uns wachen. Hey, was zum Teufel war das? Halt einmal! Jetzt gibt's doch wieder Rambo-Zambo. Das wollte ich gar nicht. Ruhe im Puff. Nee. Nee. Steh mal auf. So. Ja, tut mir leid. Ich wollte es ja. Ihr habt es gesehen. Ich wollte nicht so radikal vorgehen. Aber sie haben mir keine andere Wahl gelassen. Muss man auch ganz klar so mal sagen. Ja. Muni. Ja, hat er. Hier noch irgendwas Tolles? Nee. Was haben wir hier? Hier geht's, glaube ich, weiter. Gehen wir nochmal kurz zurück.
dass wir irgendwas übersehen haben. War hier nicht noch irgendwo einer? Naja, egal. Ist egal. Wir gehen zurück. Wurfmesser haben wir voll. Benutzen wir auch nie, ne? Hätten wir zum Beispiel eben gerade richtig gut benutzen können, die Wurfmesser. Oh. Ich glaube, da müssen wir Luft anhalten, oder? Weiß es jetzt gerade nicht. Müssen wir vielleicht doch hier lang? Ja. Unten wäre vielleicht eine Waffe gewesen. Oder sowas. Hier speichert er auf jeden Fall. Ich frage mich, ist das Gewehr? Ja, das ist doch das, ne? Tauschen wir das mal aus. Das müsste ja wieder voll sein. Jawohl, das ist wieder voll. Sehr gut. Können wir wieder snipern. Halt, warte mal, von hier kommen wir nicht von hier. Ich muss mal hier kurz meine. So, da müssen wir lang. Das ist nämlich auch ganz nützlich, weil der Pfeil uns wirklich zeigt, wo wir lang müssen. Hier lang und da rein, alles klar, weiß ich Bescheid. So. Die Waffe in die Hand, brauchen wir unser Dings? Ich weiß es nicht. Das Licht ist eklig. Ja. So, hinknien. Feuerzeug raus. Hier die Scheiße wegbringen. Feuerzeug wieder rein. Die Maske hält auch nicht mehr ewig. Die hat auch schon gute Kratzer abgekriegt, auf jeden Fall. Bombe! Ah, fuck, ey. Ich sehe das auch immer zu spät, ne? Guck mal. Das ist doch hier. Ja, das ist genau dieses Gerät. Habe ich jetzt den Generator eingeschaltet oder aus? Eingeschaltet, ne? Warum auch immer ich das getan habe. Tabulator-Taste, neuer Eintrag. Habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr vorgelesen, aber ich finde das hier gerade auch ehrlich gesagt spannender. Und ganz ehrlich, wenn ich lesen will, dann lese ich das Buch. Das ja super sein soll. Markus hat das gelesen. Er hat gesagt, das Buch ist toll. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass man in dem Buch ja nicht die Spinnweben abbrennen kann. Aber in dem Spiel schon. So. Tür auf. Kann ich die Maske eigentlich wieder abnehmen? Ja, kann ich. Oh, man klebt auch so richtig an den Spinnenweben. Das ist richtig... Bäh. Crazy shit. Ah! Mann, du hast es geschafft. Hi, Kumpel! Komm, ruh dich aus. Ja, ich ruh mich aus. Du fährst, ich ruh mich aus. Das ist nochmal eine Idee. Wir werden die Polis bald erreichen. Sehr gut. Und da wir jetzt durch einen dunklen Tunnel fahren, gehe ich davon aus, dass auch nichts Merkwürdiges passieren wird. Warum auch? Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Okay. Kinder wollen ihre Eltern so gern suchen und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Okay, Also ich kann nichts machen. Scheint ein Traum zu sein. Oh! Lauf, Artyom! Boah!
Scheiße. Du kannst dich aber nicht das von ist der Zukunft einzige Ausgang. Was sollen wir jetzt tun? Hallo? Hallo? Ah, er lädt. Es ist schwierig, meine Kapitel 5. In diesem Moment zu beschreiben. Er scheint. Aber auch warum? Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung. Was ist laut? Meine Aufgabe war erfüllt. Okay. Deine Aufgabe war erfüllt. Meine Aufgabe war erfüllt. Die Police! Endlich! Endlich. So lang war das jetzt gar nicht von der Spielzeit her, aber es ist anstrengend, das zu spielen, weil Steuerung nicht immer so gut ist und, Hey, ihr! Bei dem Wagen! Sehr anspannend ist. Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Ich denke, wir waren schon in der schwarzen Station. Naja, egal. Das sind echt coole Typen hier. Hab auch ein Nachtsichtgerät, Leute. Ach, kann ich euch nicht zeigen. Ah, die Police. Jo. Das sieht Hammer aus. Alter, ein richtiger Bahnhof hier. Cool. Können wir auch Waffen kaufen, obwohl wir gar nicht so viel Geld haben. Naja, wird schon. Wird schon reichen. Bis jetzt hat es ja immer irgendwie gereicht. In Ordnung, geht. Shalom. Wie ist denn der so schnell da runtergekommen? Hi. Ja? Willkommen in der Police. Hauptmann Krasnov, Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Nein. Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ja, super. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Ja, das hoffe ich auch. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Ja, gut. Nehmen wir mal hier die Unterlagen als erstes weg. Hallo. Hallöchen. Das sind ja richtig moderne Flachbildschirme. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Der lässt uns jetzt natürlich wieder nicht raus. So, jetzt der können wir ja exchangen. In der ganzen Metro. Ich muss mal pipi. Zu spät. Jetzt Schärfere gibt es nicht. Aber Papa. Zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Peng! Und Probleme beseitigt. Ich kann auch Munition verkaufen. Weil das hier Bolzen, die Metallbolzen der Helsing erfordern eine präzise Herstellung daher. Wenn ich die verkaufe, gibt ein bisschen Kohle, aber so viel jetzt auch nicht. Was kann ich, mit welcher Waffe benutzt man die denn? Also das hier benutzt das Pistolenpatronen. Ja, die könnte ich eigentlich alle verkaufen, oder? Zack. Ich habe ja gar keine Pistole dabei. Außerdem findet man ja davon richtig viele.
Ich habe Schrot. Sind das Stahlkugeln? Die sind in dem hier drin. Ja. Und Schrot ist da drin. So. Und wo kaufen. Ist Ihre Moon? Wo ich diese meine ist hier. Bolzen. Könnt ihr auch alle haben, ihr Arsch. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Nee, habe ich nicht. Guter Dich. Ich bin Miller. Kommen Sie, wo ist die Nachricht Sie von Hunter? Probieren Sie aus hier und entlang. Laufen Sie. Ey, immer mit der Ruhe. Anpassen. Luftdichtventil, ein TK mit diesem. Hä? Was? Mit diesem Qualitätsventil aus der Vorkriegszeit ausgestattet wird, verliert keine Luft, selbst wenn ein Überdruck aufgebaut wurde. Also ist es ja gut, ne? Das heißt, ich verliere keine Luft, wenn. Ach, ich baue das jetzt da ein, ey. Leck mich doch am Arsch. Ah, hattest schon. Du hattest schon. Ja, geil. Ja, dann brauche ich ja nichts. Ja, gut. Soll ich mir jetzt noch Munition kaufen? Aber eigentlich habe ich doch genug. Das passt schon. Kann ich ja sonst noch irgendwen anlabern? Nee. Ich finde das cool, dass die. Guck dich das an hier mit dem Kind. Das finde ich richtig gut. So viel, gibt so viele Spiele, wo das vernachlässigt wird. Ich sag nur GTA 5. Da siehst du keine Kinder auf der Straße. Aha, Zwischensequenz. Tick, 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 boom! Ach so. Ja, hol mich hierher, um erstmal zu trinken, genau. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Okay, kriegen wir hin. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Ratskammer ist bestimmt gleich Schrägstrich, gleich Speisekammer. Alter, nee. Leute. Warum sollst du? Wie geil ist das denn? Auf dich, als wenn du nichts Besseres zu tun hättest. Das sieht Hammer aus. Aber wie es weitergeht hier in der Rats. Angelt der da? Der angelt tatsächlich. Das ist ein Fluss. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Der Hammer. Leute, wie es weitergeht, was bei der Ratsvollversammlung rauskommt und so weiter und so fort, das seht ihr in der nächsten Folge. Main bleiben, Daumen da lassen und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Haut rein, bis dann. Bye bye.